Kopfrad, Kopfstandsequenz. Nächste Variation. Nächstmögliche Variation. Ich zeige euch die Art und Weise, wie ich für mich Kopfstand trainiere, beziehungsweise wie ich das praktiziere, die verschiedenen Impulse hineinzugeben. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass du deine Arme trainiert hast, dass du deinen Nacken trainiert hast, dass du deinen Kopf trainiert hast, dass du gut darauf stehen kannst. Das ist also nichts für jemanden, der jetzt damit anfängt. Der sollte die ersten Workshops machen für den Kopfstand und sich damit eine ganze Zeit lang beschäftigen. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, die einfach auch schon länger damit sich beschäftigen und ein paar kleine Impulse haben wollen. Okay. Die nächste Sequenz, was ich eben gemacht habe, oder was ich im letzten Workshop gemacht habe, war Savangasana. Nee. Die letzte Sequenz, was ich gemacht habe, war die Grätsche im Kopfstand. Und jetzt gehen wir ein bisschen in den Spagat und in die Kombi Spagat-Grätsche. Okay, dafür wieder dieses tendenziell eher enge von den Ellbogen, die Hände. Der Kopf berührt wieder nicht den Boden, sondern du bist mit den Ellbogen in Kontakt. Du drückst mit den Ellbogen in den Boden. Du drückst dann den Kopf in den Boden mit den Ellbogen. Und vielleicht, wenn du genügend Druck machen kannst, kannst du auch beide Füße heben in diese Streckung. Der Weg nach unten, den zu trainieren, ist der erfolgreichere Weg, als den nach oben zu trainieren. Weil du trainierst dann diesen Negativ-Aspekt des Hineinkommens. Negativ, das heißt, deine Muskeln lassen langsam locker, um dann wieder hochzugehen, aber nicht in den Endpunkt. Und das geht sehr viel schneller von der Kraftentfaltung her, als das, wenn du von unten und dann so einen Sprung machst. Okay, so, jetzt gehe ich da rein. Ich drücke die Ellbogen, ich komme jetzt hoch. So, ich bin jetzt im Kopfstand, der Kopf berührt den Boden nicht. Der Kopf berührt den Boden. Ich bin jetzt in der Grätsche. Und was ich jetzt mache ist, das erste ist, ich knicke meine Beine ein, ich gehe quasi in Baddha-Konasana. Und jetzt gehe ich mit dem einen Bein nach vorne und mit dem anderen Bein nach hinten. Geht einfach so weit, wie die Beine können ruhig locker sein. Und dann geht ihr in so einen leichten Wipp. Der Kopf berührt den Boden nicht. Der Kopf berührt, geht in den Boden. Weg vom Boden in den Boden. Und dann könnt ihr versuchen, mehr und mehr in die Streckung zu gehen. Von den Beinen. Mehr und mehr in die Streckung. Und dann trainiert ihr diesen sanften Wipp. Das Wippen in den Beinen. Dann könnt ihr, kniet die Beine ein. Der Kopf ist weg vom Boden. Und ihr macht das Ganze auf der anderen Seite. Also den anderen Fuß ruhig die Beine eingeknickt. Ein sanftes Kippen und Strecken und Wippen, Kopf weg, immer wieder Kopf weg, nicht einfach so da drin sein und sich nur auf dieses Wippen konzentrieren, sondern immer wieder weg und in den Boden. Viel Spaß!